Ja, Lukas, ein Vize-Weltmeister bei den World Skill Award oder World Skill Games oder World Skills heißt es eigentlich nur, oder? World Skills Competitions. Dankeschön, damit wir es auch richtig aussprechen. In Ontario, Kanada, vor wenigen Tagen den Vize-Weltmeistertitel geholt und wir wollen es nicht unter den Tisch kehren, nur weil er heute nicht da ist. Auch der Lukas Dolina, ebenfalls bei der Firma Blum beschäftigt, hat den Bronze Titel geworben im Bewerb Maschinenbau CAD in Bordeaux in Frankreich. Aber jetzt fangen wir mit dir natürlich hier an. Du hast, wie gesagt, Maschinenbautechnik Vize-Weltmeister gemacht. Lassen wir unseren Zusehern erklären, was muss man sich darunter vorstellen? Was passiert denn bei so einem Wettbewerb? Und ja, für was hast du denn diesen Titel tatsächlich bekommen? Also für uns, der Wettbewerb geht 3 Tage lang. Das heißt, 3 Tage lang ist es einfach Vollgas hier. Da haben wir verschiedene Module gehabt, also erklärte Zerspannungstechnik, also Fräsen und Drehen, sowie haben wir Module wie Elektropneumatik, also etwas automatisieren, sowie auch Wellenausrichter und Wuchten, also erklärte Maschine perfekt einrichten. Und dann hat es nochmal ein Modul gegeben, da ist mehr um das Maschinenbauerklelle gegangen, da war ein Schweißer dabei, da war ein Zusammenbau dabei und so hat sich dann das Ganze so erklärt zusammengesetzt. Ja. Mit was für einem Gefühl bist du nach Kanada gereist und was war denn das auch für ein Moment, als du eben dann deinen Namen gehört hast, als du erfahren hast, Vize-Weltmeister? Jo, also mit dem Gefühl bin ich auch nicht gegangen, dass ich super vorbereitet bin. Also da hat mich der Blum wirklich super unterstützt. Also da habe ich alles gekriegt, was ich gebraucht habe. Also da für den Muss war es perfekt. Natürlich ist eine Grundnervosität dabei, wenn man auf so einen Wettbewerb nicht geht. Also ja, also nervös ist man auf jeden Fall. Jeden Tag vor dem Wettbewerb war man nervös. Und am Schluss dann, das war das Schlimmste. Also wirklich bei der Siegerehrung, wenn du noch nicht weißt, was du hast, das war richtig schlimm. Aber wenn du dann gesehen hast, okay, ich habe einen zweiten Platz gemacht, das war einfach mega. Also da gibt es nicht wirklich Worte dafür. Jetzt mal